Hallo und herzlich, Moment mal, oh oh, oh oh. Welches Profil habe ich jetzt eigentlich? Ist das Richtige. Habe ich wirklich das Richtige? Oh, nicht, dass ich jetzt auf einmal über Tendocast gestreamt hätte. Das wäre echt schlecht. So, ich muss gerade mal noch auf mein YouTube Live Dashboard, um einzustellen, dass ich auch wirklich Lady Layton spiele und nicht Rocket League oder sowas. Och Mann! Entschuldigung, das ist. Deswegen habe ich gesagt, du musst erstmal noch Dinge einstellen. Ja, ja, aber ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit blöd quatschen, weil das haben wir gerade eben schon viel gemacht. Und. Nein, haben wir gar nicht. Doch, doch, doch. Wir quatschen eigentlich nur Blödsinn, also wir quatschen nichts anderes. Und mein. Achso, nee, das ist jetzt wieder weg. Hast du gesehen, was mit meinem Greenscreen ja, ich hab's war gesehen. Am Anfang? Ja. Okay, ich mach das mal wieder aus hier so. Genau, den ganzen Stream. Tschüss! Nein, natürlich nicht. Moment, aber Chat. Was? Oh, ja, der Chat muss ja auch sichtbar sein, ne? Ja. Ich depp. Dankeschön. Bitte schon. Ich kann's auch darüber schieben, zu dir. Und das ein bisschen kleiner machen. So, und wir sind... Blub! Blub! Du die Flammen! Okay. Was? Ich bin wegen Rocket League hier wieder weggehen. So, ist denn eigentlich Dings da, Kira da? Ansonsten. Noch, wenn nicht, müssen wir so lange selber zählen, oder? Ich habe ja keine Ahnung, wie der letzte Stand war. Wir können ja dann sagen, okay, in diesem Part waren es bis jetzt so Kira. Ah, Splatoon wäre jetzt dran. Nein, Kira habe ich es vorher gesagt. Das ist ja wohl. Okay. Fotz ätzen. Ding. Was bisher geschah? Miss Goodsafe hat Angst, ihre Arbeit zu verlieren, weil die Bank einen derart riesigen Verlust hinnehmen musste. Ja. Catray und Co. schließen ihre Ermittlungen in der Bank ab und gehen dann nach draußen, um nach verräterischen Spuren am Gebäude zu suchen. Aber sie fanden nur... eklige Spuren. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, hatten wir den hier schon? Ja, mal? Wir hatten den. Nee, Kehre auf die Straße vor der Bank zurück hatten ja. wir. Ja. Achso, ja, dann hatten wir den ja. Ja, ja, wir hatten alles bis auf halt Kehre auf die Straße zurück. Kehre die Straße. Ja. Oh Mist, mein Greenscreen. Ich muss meinen Greenscreen verbergen. Der aber leider irgendwie gerade... Ich kann mal was versuchen. Ich kann mal das Licht ein bisschen näher ranmachen. Moment. Entschuldigung, dass ihr mich gerade so wahrnehmen. Werde ich hier lang gezogen. Ja, stimmt. Oh. So, mein Greenscreen ist jetzt wieder immer noch am Flimmern. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Nee, ich glaube, das sind Sterne oder ja. Staubkörner, die hier rumfliegen. Ja, ich hoffe, das fällt nicht zu sehr ins Auge. Okay. Ansonsten, wenn's... Oh, es fällt sehr ins Auge. Ich versuch mal... Nein, ich passe das noch an. Es tut mir sehr leid, also ich... Wegen solcher blödsinniger Ideen... Er ist halt ein Perfektionist. Perversionist, meinst du? Das sowieso. Falsch. Und jetzt warum du noch mehr. Ja, aber am Kopf. Ja. Und nicht um mich rum. Ja. Ist halt aber so. Man will dich erkennen, nicht. Ja, aber wenn's um mich rum... so blöd aussieht, dann... Ich versuche mal so die ganze Zeit im Profil... Nee, das ist auch... Ah, immer diese Probleme mit Technik und... Ja. Wen kann man da nur fragen, bei Technikfragen? Den Nick von der Technik. So. Es ist Feenstaub und gleich könnt ihr fliegen. Ja. Ja, wir müssen nur dran Nein, glauben. Nein, wir sind Vampire. Nein, wir glauben an... Wir glauben doch an Feen. Wir glauben doch an Feen. Ganz fest. Ja. Ganz fest. Und wer diese Anspielung versteht, hatte eine tolle Kindheit. Also es war ein Disney-Film. Peter Pan? Ja. Ah, ich hatte keine tolle Kindheit. Ich habe ihn nie gesehen. Müssen wir nachholen. Okay, also. Warum schnüffeln wir denn draußen rum, Cat? Der Bankraub hat sich in der Bank abgespielt. Stimmt. Deswegen heißt es Bankraub und nicht Straßenraub oder Außenraub oder... Gebäuderaub. Gebäuderaub. Ja, da hat jemand das Gebäude geklaut. Stimmt schon.
Aber außer, dass 100 Millionen in Banknoten fehlen, haben wir drin keine Spuren irgendwelche kriminelle Aktivitäten festgestellt. Also dachte ich mir, dass wir hier draußen vielleicht mehr Glück haben. Wir könnten die Leute fragen, ob ihnen gestern Nacht oder heute Morgen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Ja, vielleicht hat ja sogar jemand den Täter gesehen. Was ist denn los? Am zweiten Stern von rechts vorbei und dann immer geradeaus. Da hatte jemand eine tolle Kindheit. Fragen wir doch mal herum, wer sonst noch eine tolle Kindheit hatte. Das ist ja komisch. Was ist denn? Ein Logo. Ein Logo. Schleichwerbung, Lady, direkt an der Bank. Lady Rayton. Lady Rayton. Ja. Die japanische Version von Lady Layton, weil ja. Die haben ja kein R. Dann wäre es doch Lady Rayton. Was denn? Ich fand es gerade sehr lustig. Oh nein, wisst ihr, was LR bedeutet? Das ist eine Zeitung. Das ist die Lausitzer Rundschau. Die gibt es da, wo ich herkomme. Und vor allem, mit diesem Logo kann man sich merken, wo links und wo rechts ist. Wenn man das sonst nicht kann, weil LR, links ist das L, rechts ist das R. Ja, okay. Ja. Schaut mal, dieses Banner, das da oben von der Bank hängt, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, es sieht scheiße aus. Wow, du bist aber schlecht gelaunt. Nein, ich meine, damit stimmt etwas nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, was. Gut, dann sehen wir uns mal das Banner an und fragen die Leute hier draußen, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Banner. Das Banner sagt nix. Wir müssen die Leute ansprechen. Okay. Ringo! Yo, dann Ringo! Außerdem, weißt du, was wir hätten machen können bei dem Banner? Banner! Mati, pidipi, Banner! Entschuldigen Sie, ist Ihnen hier in der Gegend vielleicht etwas Seltsames aufgefallen? Zum Beispiel gestern Nacht oder heute Morgen? Wie bitte, was? Ich? Keine Ahnung, wirklich. Das hier ist ein sogenanntes Geschäftsviertel und damit zwangsläufig Trommelwirbel langweilig. Ja, hier machen Leute ihr Geschäft. In diesem Geschäftsviertel. Ja, das Banner ist für Autofahrer mit Links-Rechts-Schwäche. Genau das meinte ich. Deswegen hat auch mein Fahrlehrer gesagt, wer Links-Rechts-Schwäche hat, soll sich diese Zeitung ins Auto legen. Wegen LR. Ja, okay. Also die es bei uns gibt. Nach Geschäftsschluss gehen alle nach Hause und es ist komplett verlassen. Dann breche ich in die Bank ein. Wenn hier gestern Nacht oder heute früh am Morgen etwas passiert ist, hätte das wohl, Trommelwirbel, kaum jemand mitbekommen. Oh, verstehe. Super, so viel zu der Idee. Gruseliger Typ. Was? Achso, du meinst nein, hier, der andere Cutter. Gruselige Typ. Der. Also das ist echt fies, nur weil er schwarz ist. Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Nein, wie habe ich den nochmal gesprochen? Vielleicht ja hier. Da habe ich doch schon welche im Rinnstein gefunden. Münzen? Der klang so wie so ein Psycho. Ach so? Nein, aber der war so. Oh, schade. Aber der war so. Ich wollte ihn so sprechen. Nein, der war so Psycho. Doch. Nein. Ich habe Leichen im Rinnstein gefunden. Können wir helfen? Ich habe ein echtes Talent dafür, Verlorenes aufzuspielen. Oh, wer sind Sie? Und wer sagt denn überhaupt nicht, dass ich überhaupt nach was suche? Bitte. So, Sie selbst gerade eben. Sie sagten, Sie hätten schon welche im Rinnstein gefunden. Gar nicht wahr. Das habe ich nicht gesagt. Sie müssen sich verhört haben. Waschen Sie sich mal Ihre Ohren. Oder die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Der ist halt voll. Der ist voll. Du hast meinen Text vorgelesen. Verdächtig. Der ist halt voll. Kennt jemand. Nee. Ja. Nee, ich kenn. Ich kenn Fairy Tail, aber bei Grey habe ich erstmal an jemand anderen gedacht. Okay. Eindeutig verdächtig. Ja. Ja. Ich finde den gruselig.
Ich finde ihn okay. Nur weil er schwarz ist. Nein, er ist so komisch. Er ist so, ja, ich habe hier was gefunden. Oh. Reggie arbeitet. Reggie arbeitet schon an der Idee für sein nächstes Spiel. Nee, Moment, das war ein anderer Reggie, der keine Spiele macht, sondern nur Nintendo vertritt. Denke ich. Der Mann macht einfach nie Pause. Ja, sehr viel geholfen hat das. Okay, Moment. Was sollen wir jetzt machen, ne? Doch, das Banner. Aber das Banner macht nichts mehr. Banner. Ach so, müssen noch irgendwas filmen. Ah, hier ist Vergrößerung. Wo? Hier hinten. Oh, das Fenster. Ah, da fehlt ein Banner. Ah, das war's. Aha, ich weiß, was mit dem Banner nicht stimmt. Es ist allein. Anders gesagt, was auf der anderen Seite fehlt. Und es stört den Gesamteindruck. Und das war das, was der andere Typ im Rinnstein gesucht hat. Ja, das war... Da war nämlich schon ein Banner drin, ja. Gesamteindruck? Ja, mag sein. Eigentlich würde man erwarten, dass auf der anderen Seite des Eingangs auch eines hängt. Und wahrscheinlich ist das genau die Seite mit dem Ventilator. Mhm. Wells Fargo hätte nie nur einen Banner. Ja, eben. Ich frage mich gerade, warum ist das es steht auf dem Banner LR, wenn es Wells Fargo heißt. Dann wäre es doch eigentlich BF. Londons, keine Ahnung. London Royal Bank, oder? Mhm. Oh Gott. Ja, mach mal. Das wird doch wohl nicht etwas mit dem Bankraub zu tun haben. Die haben auch noch das war nicht nur ein Bankraub, sondern ein Bannerraub. Mhm. Lels Rago müsste die Bank heißen, wenn es LR ist. Ich frage mich, ob das wohl einen Zusammenhang gibt. Nee. Und jetzt gehen wir zurück und dann... Passiert was. Ja, das dachte ich mir bald. Seht ihr, was ich sehe? Nichts. Ja, Exilos Scheitel ist was weg, wenn er sich runterbückt. Was? Ich würde es gern mit eigenen Augen sehen. Aber ich kann nicht, wenn ich mich bücke. Du meinst den jungen Mann da drüben? Ja, welchen denn? Dessen Scheitel verschwindet, wenn er so macht. Ja, der lungert hier jetzt schon eine ganze Weile rum. Sieht irgendwie verdächtig aus. Nein! Doch, der ist verdächtig. Nein! Doch! Nein, der ist gar nicht verdächtig. Das ist erst so dieses Ding mit den Punkern. Der ist nicht verdächtig. Den, ja, aber der ist nicht verdächtig, weil er schwarz ist, sondern der ist verdächtig, weil er so macht. Der ist deutsch. Das ist der deutsche Finger. Ja, und? Aber eigentlich, wenn er richtig deutsch wäre, würde er so machen. Nein, die richtigen Deutsch machen so. Ja. Du. Du. So in Amerika, buff, und in Deutschland. Ja, wenn Finger töten könnten. Oh, jetzt. Oh. Sterne, grüne Sterne. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich versuch's zu verdecken. Dann verdecke ich auch mich. Er macht sich aus dem Staub. Er ist da lang, in Richtung Fluss. Da kam mir doch von Anfang an verdächtig vor. Wenn man einen Dunkelhäutigen nicht verdächtig, weil er dunkelhäutig ist, ist das rassistisch. Der jetzt ihn für nicht verdächtig, weil er schwarz ist. Ja, das ist positiver Rassismus, oder was? Keine Ahnung. Nee, Clark Kent war allein dein Verdienst, hat gar nichts mit dem guten alten Typen da zu tun. Hund. Hm? Hier zu tun. Er hat sich eindeutig seltsam verhalten, seit wir ihn das erste Mal sahen. Also, zumindest dachte ich mir das. Danke, Ernest. Egal, ihm nach, Jungs. Der Fall hat gerade einen Gang hochgeschaltet. Das könnte diese Spur sein, die wir suchen. Oder auch nicht. Die werden voll... Geld! Der hat eine Banknote gefunden. Der...
Weil die da drin steckte. Ja, hat das eingesaugt und auf der anderen Seite wieder rausgeblasen. Mhm. Oh Gott, Moment, hat sich das Geld dann in der ganzen Stadt verteilt? Mhm. Das wäre aufgefallen. 100 Millionen, das sind so viele Scheine. Meinst du, du sagst das, wenn du irgendwo einen Geldschein findest? Du, ich kann mich noch an eine tolle, an eine Situation erinnern. Damals, da habe ich gesehen, wie vor mir jemand einen 10-Euro-Schein verloren hat. Ja, deshalb mache ich auch. Aber wenn du nicht siehst, wer ihn verliert... Ich habe nicht gesagt, dass ich den zurückgegeben habe. Aber ich hab. aber wenn du nicht, wenn du ihn einfach nur auf der Straße findest und dass du irgendeine Person siehst, der ihm gehört. Oder eine Bank, die so aussieht, als könnte sie haufenweise Geldscheine ausspucken. Ja.